Power Poles brauchen wir allerdings auch Wire. So. Also erstmal die Wires. Dann verarbeiten wir das Cockpit, was wir jetzt haben, schon mal zu. Also den Limestone zu Cockpit, so. Gut. Production-mäßig sollten wir 4 von denen schon mal planen. Dafür brauchen wir jede Menge Kabel. So. Jetzt können wir Strom planen. Können wir nicht, weil wir brauchen noch Quartz. Machen wir mal 20 Quartz noch. Gut. So. Platzieren einen Power Pole hier. Platzieren würde ich sagen einen hier. Und platzieren erstmal einen. Ja, von mir aus hier. So, jetzt haben wir Stromleitungen. Und an einem Power Pole, einen normalen, können wir jeweils 4 Leitungen anschließen. So. Den hier stellen wir noch auf Eisen, den auf Kupfer. Geben wir mal wieder unser Zeug hier ab. Und holen hier mal Eisen. So. Beide mit Eisen füllen. Wir können hier schon etwas Kupfer rausnehmen. Das wir erst zu Wire und dann zu Kabel machen können. Und ja, wir brauchen jetzt Reinforced Iron Plates auch noch. Deswegen müssen wir Iron Plates machen. Für Reinforced Iron Plates 8 Stück brauchen wir sehr viele Screws erstmal. So viele können wir nicht mal herstellen gerade. Hier das Eisen und unser Strom ist ausgefallen, weil die Blätter alle gegangen sind. Also brauchen wir mehr Blätter. Ja, ich würde ungern die ganzen Blätter einfach verbrennen. Sacken wir hier noch ein bisschen ein. Also die beiden vollen Stacks da, die würde ich gerne unangetastet lassen. Und ja, wenn es jetzt gerade leckt, das liegt am Spiel. So. Gut. Kabel. Und ja, Reinforced Plates nehme ich am Anfang gerne in die Liste, weil ich es nie so richtig abschätzen kann oder zuvor bin zum Rechnen, wie viel wir denn gerade nötig haben. Also wie viel Screws wir machen müssen.
96, so. Gut, die haben wir. Und ja, das Eisen wird für die Iron Plates nicht reichen. Nee. Beim besten Willen nicht. Also schnorren wir uns von einem unserer Miner erstmal das Eisen. Macht die Iron Plates und dann hier raus die Reinforced Iron Plates. Das welche einfach nur Iron Plates sind, die zusammengeschraubt wurden. So. Und damit können wir jetzt den nächsten Schritt unserer Baumaßnahmen machen. Nämlich Constructors. Erstmal so ein bisschen gemütlich in der Luft schweben. Was allerdings jetzt auch nicht so schlimm ist. So, die schließen wir an. Stellen sie ein. Du machst Wires. Du machst Iron Plates. Und du Iron Rods. So, jetzt bedienen wir uns mal hier. Aus den Smeltern. Gut. Und dann hätte ich gerne hier unten noch einen Constructor. Der mir Concrete macht. So. Dann nehmen wir mal das Concrete hier raus. Und den Limestone hier raus. Pack ihn hier rein. So. Gehen hier hinter und holen unser Kupfer. All Kupfer. Und ja, damit ist unsere erste kleine Produktion schon fleißig am Laufen, kann man sagen. Natürlich geht das auch auf unseren Strom. Wir haben nämlich im Augenblick wirklich nur diesen Stromgenerator hier. Wenn wir mehr anschließen wollen, müssen wir mehr Stromgeneratoren beischaffen. Und natürlich auch besseren Brennstoff als Blätter. So, hier Blätter einsammeln. Damit uns nicht wieder gleich der Strom ausfällt. Ja, wir könnten theoretisch das Holz verbrennen, das wir dabei haben. Allerdings... Das wäre kosteneffektiver, weil das Holz einen höheren Brennwert hat, also länger brennt. Allerdings kann man mit Holz dann auch noch was Effektiveres machen, wenn es soweit ist. So. Ich wollte allerdings hier Eisen einsacken. Und ja, die Büsche können wir noch nicht kaputt machen. So, wir können allerdings hier die Sachen bunkern. Wir können jetzt in unseren Smeltern
neues Kupfer und neues Eisen einschmelzen. Und wie ich sehe, ihr seht, ist schon wieder die Power aus. Also her mit den Blättern. Und rein mit dem Speck. Und ja. Wir haben schon zu viel angeschlossen, würde ich sagen. Ja, so eine Maschine braucht 4 Megawatt. Und so eine auch. Das heißt, wir können maximal 5 anschließen. Also nehmen wir die weg. Nehmen die weg, die gerade Watts produziert. So. Schon läuft's wieder. Ihr seht aber auf Hochdruck. Also schnappen wir uns schon mal das Zeug, was da ist. So, gucken mal kurz. Das nächste Hub-Upgrade. Ja. Bringt jetzt nur ein paar Main-Inventory-Slots und die Conveyor-Beds. Also leider nichts wirklich Besonderes. Und ich habe hier, glaube ich, aus Versehen... Powerline abgeklemmt. So. Jetzt brauche ich allerdings auch wieder Eisen, um die Eisenplattenproduktion zum Laufen zu bringen. Ja, ich denke, ein paar Eisenplatten kann ich auch selber craften. Dann geht es etwas schneller. So. Abgeben, ausbauen. Neue Inventory Slots. Congratulations, you have unlocked building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. Ninth objective, complete hub upgrade 5. Note, portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice: When planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Ja. So, wir haben Conveyor Belts, die unter Logistik fallen. Diese können wir jetzt an den Ein- und Ausgängen von Minern und Construction anschließen. So. Und das Eisen und Kupfer fließen lassen. Damit wir das nicht mehr manuell machen müssen erstmal. Gut. Ja, das Problem ist, wir haben immer noch nur einen Burner. Miner und Storage Container. Hm. Gut. Das Concrete dafür haben wir auf jeden Fall. Wollen wir uns als nächstes die Cables. Jetzt, wo ja automatisiert Kupfer.
Kupferkabel hergestellt wird. Also ja, kurze Erklärung noch. Hier ist der Ausgang des Miners. Also das, was er hier in seinem Output hat, kommt hier raus. Über das Conveyor Belt und geht in den Input des Constructors hinein. Also man sieht auch schön, was dort gerade transportiert wird, nämlich Kupferbahn in dem Fall. Und man kann sogar die Sachen von den Bändern einfach runternehmen. So, wir brauchen jetzt allerdings noch mehr Eisen. Also schnappe ich mir hier Eisen. Bei euch beiden. Und sollte dann auch wieder die Wattproduktion anschmeißen. Also hier kommt Eisen rein und hier kommt Eisen rein. Du kommst jetzt erstmal weg. Dafür wirst du wieder angeschlossen, damit Watts produziert werden. Und ja, ich könnte... Nein, ich kann gerade keinen Konstruktor bauen, der mir Kabel herstellt. Weil wir nicht genug Strom haben. Deswegen crafte ich die Kabel per Hand. Geht ja eh sehr schnell, Kabel zu machen, wenn wir die Wires haben. So, die Kabel reinpacken. Uns fragen, wann uns wieder der Strom ausgeht. Sehr bald. So, da staut sich jetzt das Eisen, weil wir gerade kein Plates herstellen. Da kommen die Rods, die wir fürs nächste Upgrade brauchen. Und ja, ich kann euch mal zeigen, wie Conveyor-Pulls noch funktionieren. Die sind nämlich auch sehr praktisch. Damit kann man nämlich Conveyor-Belts ein bisschen mehr Struktur geben. Sie auch hoch und runter fahren lassen. So, wir können nicht nur an Ausgänge, sondern eben auch an Conveyor Poles Pads anschließen. Und können die Pads auch hoch und runter fahren lassen. Wir haben sogar die Möglichkeit, hier zu starten. Dann irgendwo einen neuen Pol zu setzen. Den sogar zu drehen, wenn wir wollen. Und ja, wir haben gerade kein Konkret mehr. Deswegen bauen wir hier mal ab. So. Fangen jetzt mit dem neuen Pol an. Können ihn ganz nach oben bauen. Also wir haben drei Stufen für die Poles. So können wir die Transportwege in unserer Fabrik nachher ein bisschen organisieren. Jetzt im Augenblick brauchen wir das natürlich noch nicht, weil unsere Fabrik recht klein und unstrukturiert ist. Allerdings wird das nach und nach kommen. So. Gut, was sagen unsere Rods? Dass wir die nötigen Rods haben. So. Unser Hub ist fast fertig. Congratulations, you have unlocked Building Miner Mark 1. Building, Storage Container, Hub Feature, Additional Biomass Burner. Und wir haben einen zusätzlichen Biomass Burner. Complete Hub Upgrade 6. Note, there are no notes. Ja, und wir können als nächstes noch Upgrade 6 machen. Können aber erst einmal... Nein, können wir nicht, weil wir kein Kabel haben. Nee. Jetzt haben wir jede Menge Kabel.
könnten wir jetzt theoretisch den zweiten Generator anschließen. So. Das ist das nächste wichtige Upgrade, wie man sehen kann. Biomass nämlich. Und Biomass Burner. Also neben den beiden, die wir jetzt da hinten haben. Den beiden. Könnten wir jetzt extra welche bauen und auch Biomass in sie reinfüllen. Also das können wir nach dem nächsten Schritt. Das ist nämlich das letzte Hub-Upgrade. Ja, und Biomass selber ist sehr viel energieeffizienter als Blätter und Holz. Deswegen möchte ich eigentlich gerade das Zeug nicht verschwenden. Ja gut, jetzt wird eh nichts mehr verschwendet erstmal, weil es Zeit ist für einen Cut. Ich hoffe, euch hat das der erste Eindruck von Satisfactory gefallen, auch wenn ich am Anfang viel Zeit verschwendet habe, um meinen Startpunkt zu finden und es wahrscheinlich ziemlich viel geruckelt hat. Tut mir leid dafür. Aber, ja. Vielleicht werde ich das Projekt weiterführen, vielleicht auch nicht. Vielleicht werde ich auch mal ein Let's Show für Factorio nachziehen, damit die, die Factorio auch nicht kennen, einen Eindruck von dem Spiel kriegen. Werden wir sehen. Also ja, es ist schon mal praktisch, dass da drüben noch Eisen ist. Das heißt, wir haben sehr viel Eisen hier. Wir haben unser Steinvorkommen da unten. Und wir haben viel Baufläche in dieser Richtung. Aber ja, das entscheidet sich dann, falls wir hier weitermachen. Ich speichere das Spiel auf jeden Fall mal. Als Let's Play. Jo. Und dann gibt es jetzt einen Cut. Also, bis bald.